mal auf die Schnelle kurz durch, unsere Aussagenlogik. Erst einmal ist die Aussagenlogik eine Sprache. Ja? Das ist eine formale Sprache. Also damit sind wir eigentlich mittendrin in dem Kapitel formale Sprachen aus der theoretischen Informatik. Ja? So, und die Syntax ist hierdurch definiert. Das heißt, wir reden nur über Zeichenketten, die völlig sinnfrei erst einmal sind. Den Sinn kriegt das Ganze erst, wenn wir über die Semantik reden. Ja? Und die Semantik, dazu brauchen wir Belegungen. Ja? Eine Belegung ist eine Abbildung von der Menge der Zeichenketten auf die Wahrheitswerte wahr-falsch. Ja? Also, oh, sorry, Entschuldigung, gehen wir vielleicht doch gerade kurz hier auf die Folie. Also eine Abbildung von Sigma nach wahr-falsch. Und Sigma ist nicht die Menge der Zeichenketten, ja? Sondern Sigma ist das Alphabet, die Signatur. Das heißt, was passiert denn, wenn ich eine Belegung mache? In Sigma sind unsere Aussagevariablen drin, also A und B, und ich kann A auf wahr belegen und B auf falsch und C auf wahr und so weiter. Das ist eine Belegung. Ja? Ich ordne allen Aussagevariablen jeweils einen Wahrheitswert zu. Ja? So, und über die Belegung definieren wir die Semantik von Formeln. Ja? Genau. Und zwar diese Wahrheitstabelle hier, die ist ganz wichtig. Die definiert uns jetzt die Semantik von diesen elementaren Formeln. Also gegeben seien jetzt zwei Variablen und dann haben wir die Semantik von der Klammer definiert, von nicht und oder Implikation und Äquivalenz. Das sind alle logischen Operationen und damit können wir natürlich für beliebig komplexe Formeln dann den entsprechenden Wahrheitswert bestimmen. Ja? So, und wobei, Vorsicht, man sieht ja auch schon, wenn ich jetzt hier, nehmen wir mal diese Formel A oder B, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, die ist wahr oder falsch. Je nach Belegung, bei der Belegung wird sie wahr, bei der Belegung wird sie falsch. Ja? Und so haben wir ja auch später dann auf einer anderen Folie drei verschiedene Arten von Wahrheit definiert. Ja? Nämlich eine Formel ist tautologisch oder allgemeingültig, wenn hier in der entsprechenden Spalte was steht? Immer wahr, genau. Das sind Tautologien. Was ist denn das für eine Formel? Wie würden Sie, welchen Wahrheitsgehalt hat die? Was gab es noch außer Tautologie? Nicht eindeutig. Erfüllbar, genau. Erfüllbar heißt, wenn die Formel mindestens ein Modell hat. Ja? Und was ist ein Modell? Ein Modell ist eine Belegung, zum Beispiel die hier, die die Formel wahr macht. Ja? Also diese Formel A oder B, die hat drei Modelle. Ja? A und B hat ein Modell. Sind beide erfüllbar. Und dann haben wir noch unerfüllbar, das sind Formeln, die keine Modelle haben. Okay, dann semantische Äquivalenz haben wir definiert, dann eine Menge von Tautologien uns angeschaut, dann die Wahrheitstafelmethode zum Beweisen, das haben wir gerade diskutiert. So, und dann wollen wir jetzt ja über Beweisverfahren reden. Ja? Ich meine, wir haben ein semantisches Beweisverfahren, das ist die Wahrheitstafelmethode. Das ist im Wesentlichen ausprobieren. Ja? Alle Belegungen durchprobieren und dann wissen wir es. Aber das kann sehr aufwendig sein, alle Belegungen durchprobieren. So. Und wir wollen jetzt hin zu syntaktischen Beweisverfahren. Sorry, das war jetzt ein bisschen verfrüht. Also hier erst einmal, hier haben wir auf der Folie erst einmal den Begriff der Folgerung und das ist noch ein semantischer Begriff. Ja? Und zwar Q folgt aus WB, wenn jedes Modell von WB auch ein Modell von Q ist. Und nochmal zur Erinnerung,
Es muss dann gelten, Mod WB ist eine Teilmenge von Mod Q. Und Mod ist die Menge aller Modelle. Also, das heißt, das Mengendiagramm sieht dann irgendwie so aus. Ja? Also, diese Menge hier ist Mod WB und Mod Q so. So muss es irgendwie aussehen dann. Ja? Okay, gut. Dann haben wir das Deduktionstheorem, ganz, ganz wichtiger Satz. Das stellt nämlich eine Beziehung her zwischen der semantischen Folgerung, also dieser Teilmengenrelation auf den Modellen, und der syntaktischen Implikation. Ja? Also Q folgt semantisch aus WB genau dann, wenn WB-Pfeil Q eine Tautologie ist. Und das ist natürlich schon sehr schön, weil hier, das ist eine Relation zwischen zwei Formeln. Das ist, hier ist eine Formel und das ist eine andere Formel. Und wir schauen uns an, wie ist es mit den Modellmengen von den beiden Formeln. Ich vergleiche zwei Formeln. Hier haben wir eigentlich ein einfacheres Konstrukt, weil da steht eine Formel. Eine Formel, die heißt WB Pfeil Q. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch zeigen, dass WB Pfeil Q eine Tautologie ist. Aber je nach Kontext. Manchmal ist uns das hier lieber und manchmal das. Okay, und daraus, aus diesem Deduktionstheorem, folgern wir jetzt, oder können wir jetzt ganz einfach eine Methode herleiten, um Widerspruchsbeweise zu führen. Also wir haben ja gesagt, nach dem Deduktionstheorem, Q folgt aus WB, genau dann, wenn WB Pfeil Q eine Tautologie ist. So, also wenn WB Pfeil Q eine Tautologie ist, dann ist die Negation davon unerfüllbar. Also nicht WB Pfeil Q ist unerfüllbar. Das haben wir jetzt hier. Ja? So. Und jetzt nehmen wir dieses Nicht-WB-Pfeil-Q und formen es ein bisschen um. Wir ziehen das nicht, wir tun erst einmal hier, das schreiben als Nicht-WB oder Q. Dann ziehen wir das Nicht noch hier rein und dann kriegen wir WB, das Oder dreht sich um und wird zum und wir kriegen WB und Nicht-Q. Und wir müssen jetzt zeigen, dass WB und Nicht-Q unerfüllbar ist. Das ist nämlich äquivalent dazu, dass WB Pfeil Q eine Tautologie ist und das ist übers Deduktionstheorem äquivalent dazu, dass Q aus WB folgt. Also um zu beweisen, dass Q aus WB folgt, können wir einfach hergehen und zeigen, WB und nicht Q ist unerfüllbar. So, und hier steht es als Satz jetzt formuliert. Und das entspricht genau dem, was Sie aus der Mathematik kennen, wenn jemand einen Widerspruchsbeweis führen will. Ja? Zum Beispiel werden wir hier in dieser Vorlesung das Halteproblem beweisen mit einem Widerspruchsbeweis. Ja? Halteproblem für Turing-Maschinen. Und dann sagen wir, ja, nehmen wir an, das Halteproblem würde nicht gelten, also wir negieren es und leiten dann einen Widerspruch her. Das ist genau das, was man hier tut. Ja. Wir wollen Q aus WB folgern. Das wollen wir tun. Wir nehmen an, Q wäre falsch, also wir negieren Q, tun es zur Wissensbasis dazu und leiten einen Widerspruch her. Genau das Verfahren, was Sie auch teilweise aus der Mathematik kennen. Und dieses Verfahren, das wird ganz wichtig sein fürs automatische Beweisen. Okay, genau. Für den Resolutionskalkül werden wir das insbesondere brauchen. Dann haben wir den Begriff der Ableitung uns angeschaut. Das sind syntaktische Manipulationen von der Formeln WB und Q.
mit dem Ziel, diese so stark zu vereinfachen, dass man am Ende sofort erkennt, Q folgt aus WB. Ja? Und wenn wir jetzt gerade nochmal hierher zurückgehen, zu diesem Widerspruchsbeweis, unser Kalkül wird hier drauf arbeiten. Ja? Und diese Formel so lang verändern, bis wir irgendwann sofort sehen, zack, Widerspruch. Und dann sind wir fertig. So. Und sowas nennt man dann auch Kalkül. So ein syntaktisches Beweisverfahren mit dem Ziel, irgendwas herzuleiten. Okay, und so ein Kalkül heißt korrekt, wenn jede abgeleitete Aussage auch semantisch folgt. Also alles, was ich herleiten kann mit dem Kalkül, folgt auch semantisch. Also, oder vielleicht ein bisschen laxer ausgedrückt, ich kann nur wahre Aussagen herleiten. Und er ist vollständig, wenn ich alle wahren Aussagen herleiten kann. Also alles, was ich herleiten kann, ist wahr. Ja? Also wenn Q aus WB folgt, dann ist auch Q aus WB herleitbar. Genau. Also alles, was semantisch folgt, lässt sich auch mit unserem Beweiskalkül herleiten. Also alle wahren Aussagen lassen sich beweisen. Okay, hier haben wir jetzt nochmal ein Diagramm, wo wir ja, hier grafisch dargestellt nochmal die Zusammenhänge haben zwischen Syntax und Semantik. Also wir haben hier oben irgendwo die syntaktische Ebene und da unten die semantische Ebene. Ich meine, das ist nicht umsonst, dass ich die semantische Ebene unten habe und die syntaktische oben, weil die syntaktische, das ist quasi die abstrakte Ebene. Und was passiert jetzt, wenn ich runterkomme von der abstrakten Ebene in die eher praktische, in die Welt? Ja, ich mache eine Belegung. Ich ordne meinen Variablen Wahrheitswerte zu. Also nehmen wir jetzt nochmal so eine banale Aussage. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Das ist eine abstrakte Aussage, weil da geht es um Welten, in denen es vielleicht regnet oder vielleicht nicht. So, und jetzt will ich das aber projizieren auf heute. Ich schaue raus und ich sehe, heute regnet es nicht. Das heißt, ich belege die Variable, es regnet, mit falsch. Ja? Das ist das, was da passiert. Ja? Also wir kommen von einer abstrakten, syntaktischen Formel in eine reale Welt durch die Belegung. So. Also hier oben Syntax, da haben wir einfach Formeln. Und da haben wir dann zum Beispiel so eine Relation, aus WB lässt sich Q syntaktisch ableiten. Das ist der Ableitungsbegriff. Ja? Und da unten, schauen wir auf die semantische Ebene, da haben wir die semantische Folgerung. Nämlich mod WB, schreiben wir es mal kurz an die Tafel. Da unten können wir sowas wie hinschreiben wie aus WB folgt Q. Ja? Und das ist, die Bedeutung hiervon ist, mod WB ist eine Teilmenge von mod Q. So. Wir reden über Modelle da unten. Und das ist der Folgerungsbegriff auf der semantischen Ebene. Und jetzt haben wir aber eine Beziehung zwischen der syntaktischen und der semantischen Welt, nämlich über die Belegung. Ja? Ja, und interessant ist, ich meine, in der Mathematik, in der Algebra zum Beispiel, betrachten wir viele solche Diagramme. Und wir wollen zum Beispiel beweisen, dass Q aus WB folgt. Und das können wir aber jetzt tun, indem wir hier oben auf der syntaktischen Ebene zeigen, dass Q aus WB abgeleitet werden kann.
Und zwar naja, unter welchen Bedingungen ist quasi die Ableitung hier oben äquivalent zur Folgerung da unten? Das haben wir gerade eben gesehen. Es ist nicht immer so. Also das da oben hier sind syntaktische Manipulationen an der Formel. Und da dürfen wir natürlich nicht alles machen mit der Formel. Welche Bedingungen müssen wir stellen an unseren syntaktischen Kalkül? Na, eine Folie zurück. Hier, der Kalkül muss korrekt und vollständig sein, dann sind syntaktische Ableitung und semantische Folgerung äquivalente Begriffe. Also, wenn ich einen korrekten und vollständigen Kalkül habe, dann ist es egal, ob ich hier oben eine Ableitung mache oder die Folgerung. Okay, gut. So, jetzt wollen wir noch ein paar Schritte weitergehen in Richtung Kalkül. Ich meine, in einer klassischen Logikvorlesung bei den Philosophen oder Mathematikern würde man an der Stelle anfangen, intuitive Beweiskalküle herzuleiten. Also intuitiv heißt Beweiskalküle, mit denen wir Menschen intuitiv gut arbeiten können, die so ähnlich sind zu dem, was ein Mathematiker macht, wenn er einen Beweis führt. Aus Zeitgründen können wir das jetzt uns nicht leisten. Ja? Wir werden jetzt dahin arbeiten, Beweiskalküle, oder ich werde jetzt Beweiskalküle vorstellen, die für Maschinen besser geeignet sind. Weil wir Informatiker wollen ja das Beweisen automatisieren. Wir wollen, dass der Computer uns die Arbeit abnimmt. Und da sind diese intuitiven Beweiskalküle nicht so gut geeignet. Warum? Erstens wollen wir mal die Sprache vereinfachen. Weil wir wollen unsere Formeln möglichst in einer sogenannten Normalform darstellen. Warum? Die Maschine hat das Leben einfacher, wenn ich nicht quasi eine Formel auf viele verschiedene Arten darstellen kann. Ja? Das ist immer bei der automatischen Verarbeitung von so Zeichenketten, möchte man die immer irgendwie in eine Normalform bringen. Ja? Und dann gibt es für ein und dieselbe Formel nur eine Darstellung. Ja? So, und wir werden jetzt eben über konjunktive Normalform reden. So. Was ist eine konjunktive Normalform? Also eine Formel ist in konjunktiver Normalform, abgekürzt KNF, wenn sie aus einer Konjunktion, deswegen konjunktive Normalform, von Klauseln besteht. Also die Formel ist nichts anderes als eine Unverknüpfung von einzelnen Klauseln. So, und was ist eine Klausel? Also so eine Klausel KI besteht aus einer Disjunktion, also oder Verknüpfung von Literalen. Und was ist ein Literal? Ja, damit sind wir dann quasi auf der atomaren Ebene angekommen. Ein Literal ist eben so eine Aussagevariable. Ja? Oder eine negierte Variable. Also da kann jetzt zum Beispiel stehen A oder nicht A oder B oder nicht B und so weiter. Hier ein Beispiel einer Formel in konjunktiver Normalform. Bestehend, also da kommen jetzt drei verschiedene Variablen A, B, C vor. Ja? Hier haben wir eine Disjunktion von Literalen wieder und noch eine. Und die Klauseln sind wiederum durch unverknüpft. So, ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, können wir damit die ganze Aussagenlogik beschreiben? Weil wir schränken ja die Menge unserer Formeln stark ein. Wir erlauben ja nicht mehr alles. So, und hier kommt der entsprechende Satz. Jede aussagenlogische Formel lässt sich in eine äquivalente konjunktive Normalform transformieren. Ja? Und diese Transformation ist auch gar nicht besonders schwierig. Ja? Also, wir machen mal ein Beispiel. Wir nehmen diese Formel A oder B, Pfeil C und D. Ja? Und die wandeln wir um in konjunktive Normalform. Und vermutlich würden Sie das auch hinkriegen, ohne dass ich Ihnen erkläre, wie. Weil, ich meine, es ist ja klar,
in dieser konjunktiven Normalform, da dürfen nur und, oder und nicht vorkommen. Also müssen wir als erstes einmal die Implikationen eliminieren. Und wie wir das machen, das wissen wir auch schon. Ja? Also wir haben hier A oder B, Pfeil C und D. Naja, wir wissen, die Implikation ist die negierte Prämisse oder die Konklusion. Also wir schreiben da nicht davor, machen ein Oder dazwischen und da haben wir es schon. So. Ja, und jetzt schauen wir uns an, wo wir sind. Wir haben hier nicht A oder B oder C und D. Ja, das ist noch nicht so gut. Ja. Was ist denn daran noch nicht gut? Zwei Dinge gefallen uns hier eigentlich nicht. Oder ja, drei. Drei Dinge gefallen uns nicht. Ja. Die Negierung ist halt noch außerhalb der Klammer. Sehr gut, das darf nicht sein. Ja. Und ja, das Oder-Zeichen ist halt. Also welches? Das hier? Das hier. Das muss zum Und werden. Und dieses Und hier stört. Genau. So. Ja gut, als erstes ziehen wir mal das Nicht hier rein. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Ja? Durch das Nicht hier reinziehen, klappt aber das Oder um und wird zum Und. Das ist auch blöd. Ja? So. Übrigens, das, was wir hier jetzt haben, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir wollen. Das ist die sogenannte disjunktive Normalform. Ja? Genau umgekehrt. Jetzt müssen wir hergehen und alle Uns und Oders umklappen. Dann sind wir fertig. Aber wie machen wir das? Naja, das machen wir über unsere Distributivgesetze. Das Distributivgesetz, das ist ja quasi, wenn ich dann so eine Variable rein multipliziere und dadurch... Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt sowas haben, A oder B und C. Ja? Ich meine, hier haben wir jetzt in der Klammer ein Und stehen. Wenn wir das A rein multiplizieren, dann kriegen wir A oder B und A oder C. Sie sehen, jetzt haben wir plötzlich in der Klammer das Oder drin stehen durch das Ausmultiplizieren. Und das machen wir jetzt hier auch. Jetzt gehen wir her und multiplizieren aus. Ja? Und zwar, wir multiplizieren jetzt von rechts her dieses C und D in diese Klammer rein. Ja? Das heißt, dann kriegen wir, das wird erst einmal mit dem Nicht-A multipliziert, dann kriegen wir Nicht-A oder C und D. Dann wird es mit dem Nicht-B multipliziert, dann kriegen wir Nicht-B oder C und D. So. Jetzt haben wir immerhin in dieser ersten Klammer da schon ein Oder stehen. Ja? In der zweiten Klammer haben wir da auch ein Oder, hier steht noch ein Und, aber es ist naheliegend, was jetzt passiert. Jetzt tun wir hier nochmal ausmultiplizieren. Das heißt, wir kriegen jetzt Nicht-A oder C hier, dann kriegen wir Nicht-A oder D hier. Und hier machen wir das Gleiche nochmal, dann kriegen wir nicht B oder C und nicht B oder D. So. Ja, und jetzt sind wir fertig. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch diese Klammern hier weglassen. Die ändern ja an der Semantik überhaupt nichts, diese Klammern. Und dann haben wir es. Und jetzt steht hier eine Formel in konjunktiver Normalform da und die ist äquivalent zu dem, was wir da oben hatten. Warum? Weil wir ja nur Äquivalenzumformungen angewendet haben. Alle Regeln, hier steht es, welche, die wir angewendet hatten, haben wir ja schon gesehen, früher auf einer Folie, dass das Tautologien sind. Das heißt, die ändern nichts am Wahrheitsgehalt von unseren Formeln. Okay, gut, relativ simple Geschichte. So, jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen. Also ab sofort arbeiten wir nur noch auf Formeln in konjunktiver Normalform. Und jetzt wollen wir ein Beweiskalkül finden für Formeln in konjunktiver Normalform. Und wir schauen uns die einfachste Wald- und Wiesen-Inferenzregel an, nämlich den Modus Ponens. Ja? Der Modus Ponens, das ist was, das wir andauernd im täglichen Leben benutzen. Wenn ich weiß, dass A gilt und ich weiß, aus A folgt B,
dann weiß ich auch B. Also wenn wir jetzt dieses Beispiel wieder nehmen, wenn es regnet, ist die Straße nass. Also aus es regnet folgt Straße nass. Wenn ich dann außerdem noch weiß, es regnet jetzt gerade, dann kann ich folgern Straße nass. Das war jetzt intuitiv gesprochen. Interessant ist natürlich jetzt die Frage, hier steht jetzt der Modus Ponens ist korrekt, aber nicht vollständig. Wie können wir zum Beispiel die Korrektheit vor dem Modus Ponens nachweisen? Wie würden Sie das tun? Naja, über eine Wahrheitstafel. Wir nehmen eine Wahrheitstafel und schauen uns da an A und A Pfeil B und gucken, ob immer dann, wenn A wahr ist und A Pfeil B wahr ist, auch B wahr ist. Und dann haben wir die Korrektheit von dem Modus Ponens gezeigt. Ganz simpel. Okay? Das dürfen Sie, ist auch tatsächlich, glaube ich, eine der Übungsaufgaben. Ja? Okay, so. Nochmal zurück zum Modus Ponens. Der Modus Ponens ist die wichtigste Inferenzregel für die intuitiven Kalküle, ist ja klar, weil der ist sehr intuitiv, benutzen wir andauernd. Leider ist der nicht vollständig, das heißt, jetzt könnte man den Kalkül noch vollständig machen, indem man noch ein paar weitere Inferenzregeln dazufügt. Ja? Zum Beispiel, das ist dann Prädikatenlogik. Genau, ja. Also durch weitere Inferenzregeln können wir den Modus Ponens vollständig machen, tun wir jetzt aber nicht, weil wir nämlich mit Resolution arbeiten werden. Wir gehen jetzt her und tun die Inferenzregel abändern durch eine, die ein bisschen allgemeiner ist und damit werden wir nämlich vollständig. Und das ist die Resolutionsregel. Und zwar, wir arbeiten ja auf Klauselform, also Klausel-Normalform. Wenn wir die Formel haben, A oder B, und die Formel, nicht B oder C, dann dürfen wir die neue Formel A oder C herleiten. Jetzt, das hat durchaus ein bisschen Verwandtschaft mit dem Modus Ponens-Regel, und zwar streichen wir doch einmal hier dieses B weg. Oder? Moment. Ne, wir streichen das A hier weg. Ja? Und wenn wir das haben, B oben über dem Strich, B und nicht B oder C, dann können wir das doch eigentlich auch hinschreiben als B, B, Pfeil C. Ja? Nicht B oder C ist nichts anderes als B Pfeil C. Der Modus Ponens würde uns dann sagen, was gilt dann? C. C. Genau. Und jetzt schauen Sie, das entspricht doch dem, dass hier das A auch noch weg ist. Ja? Also für den Spezialfall, dass diese erste Klausel hier, die hier, nur aus einem Literal B besteht, liefert die Resolutionsregel den Modus Ponens. Also die Resolutionsregel ist eine Verallgemeinerung vom Modus Ponens für den Fall, dass die Prämisse hier, ja, dieses B hier, dass die Prämisse, ich meine, hier steht zwar nur B, aber bei Modus Ponens muss ich wissen, dass B gilt. Für die Resolution, die geht auch mit schwächerem Wissen. Also machen wir nochmal unser Regenbeispiel. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Also B wäre, es regnet, C ist Straße nass. Und so wissen es aber jetzt nicht B, sondern A oder B. Also wir wissen, es regnet oder die Sonne scheint. Das ist unser Wissen.
Und wir wissen außerdem, wenn es regnet, ist die Straße nass. Und dann können wir herleiten, die Sonne scheint oder die Straße ist nass. Ja, und das ist ja irgendwo auch plausibel. Gut. Ja, also das ist der Resolutionsregel. Achso, halt, jetzt müssen wir wieder zum Löschen. Das ist schon ein bisschen blöd. Ja. Also da muss mir der Ernst noch einen Shortcut basteln für dieses Löschen von allem. Okay. Also die Resolutionsregel, die kann man jetzt so hinschreiben oder so. Aber das ist die Form, wie wir sie eigentlich immer brauchen werden. Ja? Weil wir auf Klausel-Normalform arbeiten und das ist nicht mehr Klausel-Normalform, streng genommen. Ja? So. Wichtig ist jetzt nochmal, damit wir die Resolutionsregel anwenden können, was passiert denn? Ich habe die Klausel und die Klausel. Und da unten steht diese neue Klausel. Fällt Ihnen was auf? Das B hier, das fällt komplett raus. Ja? Und zwar, was brauche ich, damit das B rausfällt? Ja, ich brauche es einmal positiv und einmal negativ. Also das ist ungefähr so wie in der Physik, wenn Teilchen und Antiteilchen sich vernichten. Also ein Elektron und ein Positron, wenn die zusammenkommen, die vernichten sich. Ja? Und so ist es hier. Und deswegen nennt man solche Literale auch komplementäre Literale. Damit ich die Resolutionsregel anwenden kann, brauche ich zwei Klauseln mit komplementären Literalen. Und dann kann ich quasi dieses komplementäre Literalpaar weglassen und eine neue Klausel hinschreiben, die besteht aus diesen beiden verbleibenden Literalen. Okay, das ist jetzt die, naja, ein Spezialfall von der Resolutionsregel. Wir schauen uns gleich die allgemeine Resolutionsregel an. Diese neue Klausel, die wir abgeleitet haben, die nennen wir Resolvente. Ja? Okay, genau, und dann machen wir gleich hier ein Beispiel. Wir nehmen diese Formel B. Also wir haben die eine Klausel B, die besteht jetzt nur aus einem Literal. Dann haben wir die andere Klausel nicht B. Also das wäre praktisch der Spezialfall, wenn das A weg ist und das C weg. Ja? Was kommt denn dann raus als abgeleitete Klausel? Die beiden vernichten sich hier und da steht nichts mehr. Also da unten steht dann die leere Klausel. Also, und das ist hochinteressant. Wenn ich also jetzt, und jetzt schauen Sie diese Formel an, was ist denn das für eine Formel? B und nicht B. Die ist unerfüllbar. So ist es. Die ist praktisch der Widerspruch in sich. Und wenn ich so einen Widerspruch habe und wende die Resolutionsregel drauf an, dann kommt die leere Klausel raus. Damit haben wir jetzt verstanden, dass die leere Klausel nichts anderes ist als ein Widerspruch. Ja? Also wenn ich es geschafft habe, mit der Resolution die leere Klausel herzuleiten, dann habe ich gezeigt, meine Formel ist widersprüchlich. Da ist ein Widerspruch drin. Und Widerspruch heißt wiederum unerfüllbar. Okay? Vielleicht dämmert es jetzt so langsam. Und unerfüllbar, warum ist ein unerfüllbar interessant? Naja, wegen unserer Folgerung aus dem Deduktionstheorem. Wo war denn das nochmal? Hier. Hier, wegen unserer Widerspruchsbeweisgeschichte. Wenn wir Widerspruchsbeweise machen, dann wollen wir ja zeigen, dass irgendwas, nämlich WB und Nicht-Co, unerfüllbar ist. Und das können wir mit Resolution ganz einfach machen. Wir probieren einfach alles durch, was geht an Resolutionsschritten und hoffen, dass irgendwann die leere Klausel erzeugt wird. Sobald wir die haben, sind wir fertig und wissen, unerfüllbar. Das wird jetzt quasi unser Programm sein im Folgenden.
Okay, und jetzt schauen wir uns noch die allgemeine Resolutionsregel an. Wir wollen die natürlich auch anwenden können auf Klauseln, die mehr als zwei Literale haben. So, hier haben wir jetzt eine Klausel mit den Literalen A1 bis AM und dem Literal B drin. Hier haben wir eine Klausel mit einem komplementären Literal, nicht B, und Literalen C1 bis CN. So, hier können wir Resolution anwenden, weil wir ein komplementäres Literalpaar haben. Was machen wir? Naja, wir vereinigen den Rest von beiden Klauseln und werfen das B und nicht B raus. Und das kriegen wir jetzt dann als Resolvente. Okay. Ja, und jetzt gleich ohne Beweis den wichtigen Satz dazu. Resolutionskalküle zum Beweis der Unerfüllbarkeit von Formeln in konjunktiver Normalbaumform ist korrekt und vollständig. Ja, wunderbar. Damit haben wir alles erreicht, was wir wollen. So. Ja, okay. Wichtige Bemerkung hier, die Wissensbasis, die muss aber, damit das ganze Verfahren funktioniert, die muss immer widerspruchsfrei sein. Ja? Wenn in der Wissensbasis schon ein Widerspruch drin ist, dann haben wir ein Problem. Und zwar, wir wollen ja, hier sind wir, so was wollen wir. Wir wollen zeigen, dass Q aus WB folgt. Was machen wir jetzt? Wir gehen her und zeigen, dass WB und nicht Q welche Eigenschaft hat? Unerfüllbar ist. Das, genau, das machen wir. Wir führen einen Widerspruchsbeweis. Und zwar, wir wenden jetzt Resolutionsschritte an, so lang bis was rauskommt? Nö, die müssen wir hier schon reinstecken. Dieses Teil hier muss in konjunktiver Normalform sein. Und darauf wenden wir Resolutionsschritte an, bis leeres Ergebnis. Was? Leeres Ergebnis. Genau. Bis die leere Klausel rauskommt. Ja? Bis wir sowas kriegen. Leere Klausel. Dann haben wir den Widerspruch bewiesen und gezeigt, die Formel ist unerfüllbar. Und das heißt, Q folgt aus WB. Aber Vorsicht an der Stelle. Vorsicht. Stellen wir uns jetzt mal vor, jetzt machen wir ein Beispiel. Jetzt nehmen wir eine Wissensbasis, die widerspruchsvoll ist. Und zwar, wir sagen, WB sei die Formel A und nicht A. Ja. Das ist meine Wissensbasis. Ist übrigens in konjunktiver Normalform, weil die besteht aus dieser Klausel A und aus der Klausel nicht A. Also gut, wir können das noch ein bisschen schöner hinschreiben. Dann sagen wir, die Formel heißt A und nicht A. So, haben wir hier eine Klausel mit einem Literal, da haben wir eine zweite Klausel mit einem Literal. Und gut, wir können da außen auch noch eine Klammer drumherum machen. So. Und jetzt ist die Frage, machen wir ein Fragezeichen hier hin, gilt WB, aus WB folgt C? Das ist die Frage. Folgt C aus WB? Naja, und jetzt wenden wir das an. Wir schreiben hin WB und nicht Q. Also A und nicht A. So. Und nicht C. Und jetzt müssen wir zeigen, dass diese Formel unerfüllbar ist.
mit Resolution. So, hier steht die Resolutionsregel. Wir müssen jetzt suchen zwei Klauseln, in denen so ein Paar von komplementären Literalen vorkommt. Ja, nichts einfacher als das, die beiden hier. Also das schreibt man übrigens, ich werde im Folgenden Folgendes machen. Ich nummeriere die Klauseln durch 1, 2 und 3. Und jetzt schreibe ich hin, einfach zur Dokumentation, Res von 1,2. Und das heißt nichts anderes, ich wende die Resolution an auf diese beiden Klauseln. Und was kommt raus? Was kommt raus? Die leere Klausel. Ganz genau. Also, können wir auch so hinschreiben. Wir kriegen sofort in einem Schritt die leere Klausel. Damit ist gezeigt, diese Formel ist unerfüllbar. Nicht weiter erstaunlich, weil ja schließlich unsere Wissensbasis war schon unerfüllbar. Ja? Okay, das bringt uns nicht viel. Aber wir wissen ja über unseren Widerspruchsbeweissatz, damit ist gezeigt, dass C aus der Wissensbasis folgt. Und übrigens, das C, ist ganz egal, was wir da hinschreiben. Sie haben ja gemerkt, das C haben wir gar nie gebraucht. Da können wir auch D oder E oder F oder irgendeine Formel hinschreiben. Sprich, wenn die Wissensbasis unerfüllbar ist, sprich einen Widerspruch beinhaltet, dann kann ich daraus alles herleiten. Das gilt nicht nur für die Resolution, sondern für alle Kalküle. Also das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt Beweise führen wollen, dann dürfen wir nur mit Wissensbasen arbeiten, die widerspruchsfrei sind. Das ist ganz wichtig. Wenn die Wissensbasis einen Widerspruch beinhaltet, kann ich alles beweisen. Ganz wichtige Voraussetzung. Okay, so, und jetzt machen wir mal ein praktisches Beispiel. Ein Logikrätsel. A charming English family. Also, ich lese es mal vor. Nachdem ich 7 Jahre lang mit glänzendem Erfolg Englisch studiert habe, muss ich zugeben, dass ich, wenn ich Engländer Englisch sprechen höre, vollkommen perplex bleibe. Nun habe ich neulich von edlen Gefühlen bewegt 3 Anhalter, Vater, Mutter und Tochter mitgenommen, die, wie ich schnell begriff, Engländer waren und folglich nur Englisch sprachen. Bei jedem ihrer Sätze zögerte ich zwischen 2 möglichen Bedeutungen. Sie sagten mir Folgendes. Also der zweite Sinn steht immer in Klammern. Der Vater hat gesagt, wir fahren bis nach Spanien. Oder hat er vielleicht gesagt, wir kommen aus Newcastle? Bin ich mir nicht mehr so sicher. Mutter hat gesagt, wir fahren nicht nach Spanien und kommen aus Newcastle. Oder sie hat gesagt, wir haben in Paris angehalten und fahren nicht nach Spanien. Und die Tochter, wir kommen nicht aus Newcastle oder wir haben in Paris angehalten. What about this charming English family? Also was ist denn jetzt los mit denen? Fahren sie jetzt nach Newcastle oder kommen aus Spanien oder keine Ahnung. Ja? So, und das wollen wir jetzt mit Resolution uns ein bisschen anschauen, das Ganze. Erster Schritt ist immer das Gleiche in der Logik. Erster Schritt heißt immer Formalisierung. Ja? So. Und ich meine, hier haben wir relativ einfache Aussagen. Nämlich die erste Aussage war, wir fahren bis nach Spanien. Die kürzen wir jetzt ab mit S. Also S heißt, wir fahren nach Spanien. Dann haben wir die zweite Aussage, wir kommen aus Newcastle, die kürzen wir ab mit N. Dann haben wir eine dritte Aussage, übrigens hier, das ist nichts Neues, wir fahren nicht nach Spanien, ist klar, nicht S. Ja? Wir kommen aus Newcastle, wäre N. Und dann kommt jetzt noch, wir haben in Paris angehalten, das nennen wir P. Und da haben wir wieder nicht S, da haben wir nicht N, da haben wir P. Ja, gut. Damit können wir unsere Aussagen ganz leicht formalisieren. Und zwar, also der Erste hat offenbar gesagt S oder N, stimmt das? Ups, sorry. S oder N hat er gesagt. Ja?
Und dann haben wir hier nicht S oder N. Und hier haben wir nicht N oder P. Bei der Mutter haben wir nicht S und N oder P und nicht S. So war die Mutter. Also bei der Mutter haben wir nicht S und N oder P und nicht S. Das ist die Aussage von der Mutter, das war die vom Vater und da haben wir die von der Tochter. So, also so haben wir sie jetzt ganz naiv direkt mal hingeschrieben. Allerdings ist die Formel jetzt leider nicht in konjunktiver Normalform. Weil hier haben wir eine Klammer, wo praktisch der Inhalt von der Klammer ist in disjunktiver Normalform. Also müssen wir das erst in konjunktive Normalform bringen. Ich meine, wir könnten hier jetzt ausmultiplizieren, aber es geht einfacher, weil wir sehen ja, das Nicht-S, das haben wir hier in diesen beiden Klammern drin. Das können wir also jetzt ausklammern und dann kriegen wir Nicht-S und P oder N. Ich meine, das können Sie auch leicht überprüfen. Multiplizieren Sie das Nicht-S rein, dann kriegen wir Nicht-S und P oder Nicht-S und N. Und das ist genau das, was wir hier haben. So, und das, was hier steht, das ist jetzt in konjunktiver Normalform. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir nummerieren jetzt die Klauseln durch, damit wir nachher auf sie verweisen können und starten einen Resolutionsbeweis. Ja. Und zwar, also jetzt, das, was wir hier jetzt machen, ist eigentlich kein klassischer Resolutionsbeweis, weil wir nehmen nur die Wissensbasis. Wir haben noch gar keine Anfrage. Ja? Und zwar, was wir jetzt machen, ist, wir zeigen die Widerspruchsfreiheit von unserer Wissensbasis. Das ist ja schon mal auch ganz gut, wenn wir das wissen. Und zwar, wie können wir denn die Widerspruchsfreiheit zeigen von so einer Wissensbasis? Was müssen wir da tun? Ja, enthalten ist mir ein bisschen zu speziell. Die leere Klausel darf nicht ableitbar sein aus der Wissensbasis. Okay? Wenn ich die leere Klausel keinesfalls herleiten kann, dann ist die Formel widerspruchsfrei. Okay, das heißt, wir müssen, was wir jetzt, ist eigentlich schwieriger. Da vorhin, da mussten wir... Da probieren wir alles durch und sobald wir die leere Klausel haben, sind wir fertig und wissen, widerspruchsvoll. Für die Widerspruchsfreiheit, das ist schwieriger. Weil da müssen wir beweisen, es gibt keine Möglichkeit. Und das wiederum heißt, wir müssen alles durchprobieren. Alle Möglichkeiten von Resolutionsschritten müssen wir durchprobieren. Und wenn wir dann am Ende sind und die leere Klausel gar nie hergeleitet haben, dann sind wir auch fertig. Okay. Also müssen wir schauen, wo haben wir komplementäre Paare von komplementären Literalen. Also wir haben hier S und nicht S. Ja, also vielleicht tun wir die gerade mal farbig markieren, die Paare von komplementären Literalen. Ja, Farbe rot. Also da haben wir S und nicht S. Und wo haben wir noch Paare von komplementären Literalen? Nehmen wir mal andere Farbe, blau. Da haben wir da zum Beispiel N und nicht N. Dann nehmen wir noch grün für ein weiteres Paar. Wo haben wir nochmal ein Paar von komplementären Literalen? 1 und 4, genau, nämlich N und nicht N. Hier N und da nicht N. So, und haben wir sonst noch was? Nö, sonst haben wir nichts. Also in dem Fall ist es ja relativ einfach, weil wir müssen uns nur anschauen, diese beiden negierten Literale und gucken, wo gibt es einen positiven Partner. Also zu dem Nicht-S gibt es nur einen und zu dem Nicht-N gibt es zwei mögliche. Okay.
Das heißt, wir haben jetzt für diesen ersten Schritt drei Möglichkeiten für Resolutionsschritte. Okay? Nämlich, wir können dieses rote Paar nehmen, also Resolution mit Klausel 1 und 2. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir N als neue Klausel. Dann haben wir Resolution mit 3 und 4. Dann kriegen wir P oder P. Und P oder P ist natürlich äquivalent zu P. Und dann haben wir noch 1 und 4. Und da kriegen wir dann S oder P. So. Wir sind noch nicht ganz fertig. Vorsicht. Wir haben jetzt zwar alle Resolutionsschritte durchprobiert, aber wir können noch mehr machen. Wir können noch weitere Resolutionsschritte machen. Ja, schauen Sie, wir haben ja diese Originalformel. Wir können noch 5 und 6. So ist es. Ja, 5 und 6, das geht nicht. Ja? Aber wir haben jetzt ja unsere Klauselmenge vergrößert. Ja? Und jetzt müssen wir schauen, ob wir nicht zwischen denen was können. Geht aber nicht, weil da hat es nichts Negatives. Aber zwischen diesen neuen Klauseln und den alten geht vielleicht was. Ja? Also da haben wir nicht S und nicht N. Ja, gut. Also das heißt, wir können hier einen Resolutionsschritt machen, 5. Und dann kriegen wir P. Aber das bringt nichts Neues, weil P haben wir da schon. Und was können wir dann noch? Hier können wir mit der Klausel 2, dann kriegen wir aber auch wieder P. Bringt auch nichts Neues mehr. Und damit haben wir jetzt einen Fixpunkt erreicht. Ja? Weil jetzt können wir keine weiteren Resolutionsschritte mehr machen, ohne Klauseln zu erzeugen, die ohnehin schon da sind. Damit sind wir jetzt fertig. Und wir sehen, wir haben keine leere Klausel hergeleitet, also haben wir jetzt erst einmal gezeigt, die Wissensbasis ist widerspruchsfrei. So. Ja, genau. Das haben wir im ersten Schritt gezeigt. Wieso ist denn da jetzt? Ja, genau. Es gilt also nicht S und N und P, steht da. Und vor allem, ja, das müssen wir nochmal kontrollieren. Resolution von Klausel 2 mit Klausel 7 erzeugt uns die leere Klausel. Irgendwas ist doch da faul. Ja, da ist was faul. Sorry, das ist ein Fehler auf der Folie. Fällt mir erst jetzt auf. Nämlich, das dürfen wir so natürlich nicht lassen. Da müssen wir hier 8 hinschreiben. Ah, da halt andere Farbe. Schwarz. Hier müssen wir 8 hinschreiben. Weil die Klausel 7 haben wir ja hier schon. S oder P ist die Klausel 7. Ja? So. Ja. Also erst einmal haben wir hier jetzt gezeigt, dass N und P folgt ja. Also aus unserer Wissensbasis folgt N und P. Okay? Und jetzt behaupte ich noch, es gilt nicht S. Und um zu zeigen, dass nicht S aus der Wissensbasis folgt, was müssen wir tun? Hier, schauen Sie. Um zu zeigen, dass Q aus WP folgt, tun wir nicht Q zur Wissensbasis dazu. Jetzt wollen wir zeigen, dass nicht S folgt, also tun wir die Negation davon, also S zur Wissensbasis dazu. Diese Klausel Nummer 8, S, die tun wir zur Wissensbasis dazu. Und wenden Resolution an. Und Sie sehen,
aus dieser neuen Klausel 8 und der Klausel 2 kann ich per Resolutionsschritt die leere Klausel ableiten und habe dann damit gezeigt, dass nicht S folgt. So. Das heißt, jetzt haben wir dann gezeigt, nicht S folgt und N folgt und P folgt. Also können wir dann sagen, nicht S und N und P folgt aus unserer Wissensbasis. Und das können wir jetzt hinschreiben, nämlich die Familie fährt nicht nach Spanien, kommt aus Newcastle und hält in Paris. Jetzt wissen wir es. Okay, noch Fragen zu dem Beispiel? Ja? Wir haben jetzt ja die Klausel 5, 6 und 8 auf der Folie. Also übrigens, das ist hier natürlich auch noch falsch. Das muss natürlich jetzt 9 heißen. So, also 5, 6 und 8 haben wir hier. Genau. Oder? Was ist die Klausel 7? Die wird jetzt gar nicht mehr verwendet, oder? Die braucht man nicht mehr. Ja? Also die, ich meine, die ist zwar auch richtig, S oder P, aber die interessiert mich nicht. Warum? Ich meine, das ist ja so eine Disjunktion. Was heißt denn das? Was war nochmal S und P? Fährt nach Spanien. Genau, das ist die Aussage, die Familie hält in Paris an oder fährt nach Spanien. Und so Oder-Aussagen, die sind immer nicht so schön für uns Menschen. Ja? Deswegen ist natürlich das hier ist viel schöner. Nicht S und N und P. Jetzt wissen wir, was die getan haben. Okay, gut. Nächstes Beispiel. Aus dem gleichen Büchlein das Beispiel, das Rätsel der Hochsprung. Drei junge Mädchen üben Hochsprung für die Sportprüfung im Abitur. Stange wurde bei 1,20 Meter befestigt. Und jetzt, ich wette, sagt das erste zum zweiten Mädchen, dass mir mein Sprung gelingen wird. Wenn und nur dann, wenn du versagst. Wenn das zweite junge Mädchen das gleiche zum dritten sagt, welches wiederum das gleiche zum ersten sagt, wäre es dann möglich, dass keins von dreien seine Wette verliert. So, klassisches Logikrätsel. Naja, und was machen wir? Wir formalisieren es erst einmal. Ja? Und zwar haben wir, es geht ja um die Frage, welches Mädchen schafft denn den Sprung? Ja? Das nehmen wir als elementare Aussagen, A, B und C. Also, Sprung des ersten Mädchens gelingt, nennen wir A. Ja? Sprung des zweiten Mädchens gelingt, nennen wir B. Und Sprung vom dritten Mädchen gelingt, nennen wir C. Und jetzt wettet das erste Mädchen, was sagt die? Ich schaffe den Sprung genau dann, wenn du nicht schaffst. Naja, das ist einfach, sorry, das ist hier ein bisschen knapp. Das ist die Aussage A, genau dann, wenn nicht B. Das ist die Aussage vom ersten Mädchen. Das zweite Mädchen sagt zum dritten das Gleiche. Also B, genau dann, wenn nicht C. Und beim dritten Mädchen, das sagt dann C, genau dann, wenn nicht A. Diese drei Aussagen haben wir. So. Ja, und ich habe jetzt eine Vermutung, nämlich, das kann nicht sein, dass alle drei die Wette gewinnen. Und die schreibe ich jetzt hin. Das ist meine Query, die möchte ich beweisen. Die Vermutung heißt, es kann eben nicht sein, dass A die Wette gewinnt und B die Wette gewinnt und C die Wette gewinnt. So. Das ist meine Behauptung. Das ist meine Behauptung, Q, die ich zeigen will. Und übrigens, meine Wissensbasis ist leer. Und jetzt machen wir wieder das gleiche Spiel. Wir schreiben hin WB und nicht Q. Aber WB ist leer, wir haben keine Wissensbasis. Also müssen wir bloß nicht Q hinschreiben und zeigen, dass nicht Q unerfüllbar ist. Okay, also. Das war ja Q, das ist die Behauptung. Also lassen wir das nicht weg
und müssen zeigen, dass das, was da übrig bleibt, unerfüllbar ist. Ja. Also, das, hier in Q steht ja hier erst einmal die Wette des ersten Mädchens drin. Ja, ja in, genau. A äquivalent zu nicht B. Naja, jetzt tun wir erst einmal die Äquivalenz auflösen in zwei Implikationen, A Pfeil nicht B und nicht B Pfeil A. Und jetzt lösen wir die Implikation auf, das ist dann nicht A oder nicht B und das hier ist B oder A. Ja. So, also das ist die Wette des ersten Mädchens in konjunktive Normalform umgewandelt. Das machen wir mit den, mit den Wetten der anderen Mädchen auch. Also, hier haben wir nochmal, das Nicht-Q ist erst einmal die Wette des ersten Mädchens und die Wette des zweiten Mädchens, da müssen wir jetzt hier drin A durch B ersetzen und B durch C und dann kriegen wir das. Und die Wette des dritten Mädchens, die sieht dann so aus. Und jetzt, ja, jetzt haben wir Glück gehabt, das steht jetzt schon schön in konjunktiver Normalform da. Und jetzt müssen wir hier drauf nur noch Resolution anwenden. Also, das heißt, jetzt müssen wir da mal scharf hinschauen. Ich meine, da haben wir jetzt tatsächlich viele Möglichkeiten, Resolution anzuwenden. Also zum Beispiel mit der Klausel, können wir resolvieren mit der, ja, die beiden Möglichkeiten. Und außerdem können wir natürlich über das Nicht-A auch mit der, also nochmal eine andere Möglichkeit oder damit, ne, sorry, damit nicht, damit. Ja. Also wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten, Resolutionsschritte anzuwenden und die können wir alle durchprobieren. Ich habe das irgendwie ein bisschen intelligenter gemacht. Was habe ich gemacht? 1 und 6, also die Klausel mit der hier resolviert über das A und dann kriegen wir C oder nicht B als neue Klausel. Dann machen wir 4 mit 7. Was ist denn 7? Achso, die neue, klar. Also die hier mit der, dann kriegen wir C. Und jetzt machen wir 2 mit 5, 2 mit 5, dann kriegen wir B oder nicht C, haben wir hier. Und jetzt 3 mit 9, dann kriegen wir nicht C, 10. Und jetzt sind wir fertig, weil jetzt haben wir 8 und 10, C und nicht C, leere Klausel, fertig. Damit ist die Behauptung gezeigt. Und die Behauptung war ja, die Mädchen, es können nicht alle drei Mädchen gleichzeitig ihre Wetten gewinnen. Und das war doch die Frage, oder? Wäre es möglich, dass keins von den dreien seine Wette verliert? Ja? Also, dass alle die Wette gewinnen. Und das geht nicht. Okay, Fragen? Also, ich meine, Ihre Aufgabe ist es jetzt, in den Übungen ein paar weitere solche Logikrätsel per Resolution zu beweisen. Okay, gut. Also, ich meine, damit haben wir, also wir wissen jetzt, wir haben jetzt ein Beweiskalkül in Form von einer Resolution für Aussagenlogik, ja. Und der ist korrekt und vollständig, das heißt, damit können wir alle aussagenlogischen Formeln, alle wahren aussagenlogischen Formeln beweisen. Also immer dann, wenn eine Formel Q aus einer Wissensbasis WB folgt, dann können wir das auch per Widerspruchsbeweis mit Resolution herleiten. Und wie gesagt, immer aufpassen, die Wissensbasis, die muss widerspruchsfrei sein.
Okay, so. Ja, vielleicht gehen wir gerade nochmal zurück zu dem Beispiel. Ich meine, das sind ja alles noch ganz kleine, triviale Beispiele. So eine Wissensbasis in der Praxis, die kann riesengroß sein. Ja? Also das sind hier jetzt 6 Klauseln, die wir da haben. Und jede Klausel nur 2 Literale. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten 1000 Klauseln. Und im Schnitt haben die Klauseln, was weiß ich, 10 bis 50 Literale. Und hier haben wir auch schon eine ganze Menge von möglichen Resolutionsschritten. Dann kriegen wir einen gigantisch kombinatorisch explodierenden Suchbaum. Und das wird eigentlich im Laufe der Zeit immer noch schlimmer. Warum? Schauen Sie, hier haben wir am Anfang, hatten wir 6 Klauseln. Aus den 6 Klauseln leiten wir immer mehr Klauseln her. Und je mehr Klauseln wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir, weitere Resolutionsschritte durchzuführen. Also das ist tatsächlich richtig übel, weil die Klauselmenge immer weiter wächst. Die wird immer größer und größer und größer. Und wir vergrößern die Klauselmenge quasi systematisch immer weiter, so lang, bis die leere Klausel dasteht. Dann sind wir fertig. Dann können wir aufhören. Aber was ist denn, wenn die leere Klausel jetzt gar nicht rauskommt? Und wie gesagt, wir eine große Klauselmenge am Anfang hatten, ja, dann wird das Ding immer größer und größer und größer und größer. Und das kann uns gewaltig in die Rechenzeit gehen. Vor allem, wenn wir sehr große Wissensbasis haben, große Klauseln, viele Variablen, dann kann das richtig unangenehm werden. So. Und weil das eben so unangenehm wird, haben sich die Leute Gedanken gemacht, ob wir nicht für eine Teilmenge der aussagenlogischen Formeln einen einfacheren, effizienteren Kalkül finden können. Und dazu hat man die Klauseln eingeschränkt auf Hornklauseln. Ja? Also die heißen deswegen Hornklauseln nach ihrem Erfinder. Der Mann, der die zum ersten Mal beschrieben hatte, der hieß eben Horn. Ja. Also erst einmal stellen wir uns jetzt eine beliebige Formel vor in konjunktiver Normalform. Ja? Allerdings tun wir in der Formel die Literale sortieren nach ihrem Vorzeichen. Also wir listen erst alle negativen Literale auf und nennen die jetzt A1 bis AM mit der Negation davor und dann kommen alle positiven. Das können wir natürlich für jede Klausel können wir das machen. Ja? So, wenn wir das so machen, dann, ja, das sollte man vielleicht gerade mal an der Tafel durchexerzieren. Also, wir haben hier nicht A1 oder und so weiter, nicht AM, B1 bis, das oder. Übrigens, ich meine, das, Sie sehen, das passiert mir manchmal, man macht das auch öfter so, dass wenn man sich geeinigt hat, dass man auf Klausel-Normalform arbeitet, dann wird das oder gar nicht mehr reingeschrieben, sondern ein Komma in die Klammer rein. Weil in der Klammer stehen ja nur Literale drin und wir wissen, die sind alle durch oder verknüpft. Aber jetzt machen wir sie ja trotzdem schön sauber. Also oder B1 oder und so weiter bis Bn. So. Ja, und jetzt können wir hergehen und aus diesem Teil da vorne das oder rausziehen. Also das können wir ja schreiben als nicht, Klammer auf, A1 und bis AM. Oder
B1 oder und so weiter bis Bn. Okay? Wenn wir das nicht hier in die Klammer reinziehen, dann werden die alle negiert und aus den Uns werden Oders, die klappen sich um. So, wenn wir jetzt diese ganze Klammer hier am Stück anschauen und das hier am Stück anschauen, dann ist das noch nichts anderes als diese Klammer Pfeil, das hier. Also das hier war äquivalent und das ist wieder äquivalent zu A1 und so weiter bis AM, Klammer zu, Pfeil B1 oder bis Bn. So. Das, was hier steht, nicht erste Klammer oder zweiter Ausdruck, ist nichts anderes als erste Klammer Pfeil zweite. So. Und das ist das, was da auf der Folie steht. Hier haben wir genau das. A1 und so weiter bis AM, Pfeil B1 oder und so weiter bis Bn. So, jetzt versuchen wir mal wieder intuitiv ein bisschen zu verstehen, was ist der Inhalt von der Formel. Schauen Sie, das, was wir hier haben vor dem Pfeil, das sind die Prämissen, die Voraussetzungen. Also wenn die Voraussetzung gilt und die und so weiter, wenn all die Voraussetzungen gelten, dann folgt daraus, und jetzt wird es interessant, was steht auf der rechten Seite? Auf der rechten Seite steht, es regnet oder es schneit oder es ist bewölkt oder. Ist übrigens nicht so schön, wenn Sie den Wetterbericht im Fernsehen anschauen und der sagt, morgen scheint die Sonne oder es regnet oder es schneit. Das wollen Sie nicht hören. Sie wollen eine definite Aussage haben. Also das heißt, Sie wollen auf der rechten Seite möglichst nur eine Aussage haben, nicht so ein blödes Oder. Das gefällt uns Menschen nicht so recht, so Oders. Ja? Und ich sage Ihnen, das gefällt den Maschinen auch nicht so gut. Ja? Weil diese Alternativen da auf der rechten Seite, die verzweigen mir die Möglichkeiten. Wenn der mir sagt, morgen regnet es oder die Sonne scheint, dann muss ich zwei Pläne machen. Dann muss ich einen Plan machen für Regen und einen für Sonne. Wenn der aber sagt, absolut sicher, morgen regnet es, dann ist der Plan mit Sonne gestorben. Und deswegen, es ist uns einfach lieber, wenn hier auf der rechten Seite nur ein Literal steht. Ja? Und das sind die Hornklauseln. Hornklauseln sind solche, bei denen ab hier das nicht mehr vorkommt. Definite Klauseln, sagt man auch. Okay, hier haben wir nochmal Beispiele, aber ich habe gerade eben schon ein Beispiel gebracht. So, und hier kommt jetzt die Definition von Hornklauseln. Klauseln mit höchstens einem positiven Literal. Ach, vielleicht müssen wir doch nochmal, gehen wir nochmal zurück. Schauen Sie, das war unsere Implikation hier. Die ist aber äquivalent zu der Klausel. Und jetzt sehen Sie, wir wollen hier rechts nur ein Literal stehen haben und das sind die positiven Literale in der Originalklausel. Ja? Wir wollen möglichst nur ein oder gar kein positives Literal in der Klausel haben. Das sind die Hornklauseln. Die sind besonders einfach und die haben wir besonders gern. Ja? So, also, das sind Formeln von dieser Form hier. Oder von dieser Form, nämlich gar kein positives Literal. Oder auch sowas, ein positives Literal und gar kein negatives. Das können wir jetzt umschreiben in die Implikationsdarstellung. Das wäre jetzt A1 und so weiter, also alle Prämissen Pfeil B. Oder auf der rechten Seite steht dann gar nichts. Und gar nichts, wenn da gar nichts steht auf der rechten Seite, das ist ja äquivalent dazu, dass da falsch steht. Oder eben B. Das sind die Hornklauseln. So, und wenn wir sowas übrigens haben, gar kein negatives Literal, solche Klauseln, die heißen dann Fakt.
Das sind Fakten, ist klar. Ich meine, das ist wie wenn ich sage, es regnet. Das ist ein Fakt. Und wenn ich Klauseln habe mit negativen und einem positiven Literal, also solche hier, dann wird dieses positive Literal, das wird als Klauselkopf bezeichnet. Okay, gut. Also Hornklauseln sind Klauseln mit höchstens einem positiven Literal. So, jetzt machen wir gerade nochmal so ein Beispiel und machen auf diesem Beispiel, versuchen wir einen Beweis zu führen. Wir haben unsere Wissensbasis, da haben wir zwei Fakten, Wetter schön und Schneefall, das heißt, das wissen wir. Und wir haben da so eine Regel, Schneefall, Pfeil, Schnee. Und Wetter schön und Schnee, Pfeil, Skifahren. Und jetzt wollen wir wissen, gilt Skifahren? Und jetzt nehmen wir als Inferenzregel so einen verallgemeinerten Modus Ponens. Also, das heißt, wenn ich eine Menge von Fakten habe und ich weiß außerdem, wenn die Fakten gelten, dann gilt B, dann darf ich auch auf B schießen. Ja, was können wir denn damit dann machen? Schauen Sie, ich meine, man nennt das Backward Training. Wir wollen Skifahren beweisen, dann schauen wir doch einmal, wo in unseren Klauseln kommt denn Skifahren vor? Naja, hier. Und zwar kommt es da vor als Klauselkopf. Und jetzt überlegen wir rückwärts, um das Skifahren zu beweisen, was brauchen wir denn? Ha, wir brauchen Wetter schön und Schnee. Okay? Genau. Wir brauchen Wetter schön und Schnee. Wetter schön, das haben wir da oben schon. Aber Schnee haben wir noch nicht. Ja, das haben wir da oben nirgends. Aber wenn wir jetzt hierher schauen, wir können aus diesen beiden Klauseln Schnee herleiten, indem wir einen Modus Ponens machen. Wir wissen, wir haben Schneefall, wir haben diese Regel. Also können wir jetzt Modus Ponens auf diese beiden anwenden und haben dann Schnee. So, jetzt haben wir Schnee, das ist Klausel 5. Dann haben wir Wetter schön, das ist Klausel 1. Und da haben wir diese Regel. Das heißt, Modus Ponens auf diese drei Formeln angewendet. Also Wetter schön hier eingesetzt und den Schnee, den wir da haben, hier eingesetzt, liefert uns Skifahren 6. Ja? So, und damit haben wir Skifahren bewiesen. Mit dieser verallgemeinerten Modus Ponens-Regel. Und tatsächlich, hier steht es ja auch, diese verallgemeinerte Modus Ponens-Regel, die ist vollständig für aussagenlogische Hornklauseln. Also wenn wir uns nur auf Hornklauseln beschränken, dann brauchen wir gar nicht die volle Resolution, da genügt uns diese einfache Inferenzregel. Okay, ja, und dann haben wir eben noch die Begriffe Forward Chaining und Backward Chaining. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Backward Chaining ist quasi, ich gucke auf mein Ziel. Das ist meine Anfrage, Skifahren. Und ich überlege rückwärts, was brauche ich denn, um Skifahren zu beweisen? Naja, ist klar, ich brauche über diese Regel Wetter schön und Schnee und dann gucke ich, wo kriege ich das her, wo kriege ich das her und so weiter. Backward Chaining. Wir gehen von dem Ziel aus rückwärts. Forward Chaining ist das Umgekehrte. Wir schauen gar nicht auf das Ziel, sondern wir gucken, was haben wir denn an Fakten? Da haben wir einen Fakt und da haben wir einen Fakt und können wir aus den Fakten was herleiten? Ja, offenbar können wir aus dem Fakt zusammen mit der Regel Schnee herleiten. Und dann haben wir da Schnee, das ist das, was wir eigentlich hier gemacht haben. Und aus diesem Schnee zusammen mit dem Wetter schön und der Regel können wir dann Skifahren herleiten. Wir leiten einfach Zeugs her
und überprüfen aber in jedem Schritt, haben wir eigentlich unsere Anfrage schon bewiesen. Und dann sind wir irgendwann fertig. Also, das sind die zwei grundsätzlich unterschiedlichen Strategien, mit denen wir beweisen können. Und das ist jetzt wichtig. Man muss unterscheiden zwischen dem Beweiskalkül und den Strategien. Der Beweiskalkül besteht hier nur aus dieser einen Inferenzregel. Und die eine Inferenzregel, die können wir anwenden, wie es uns passt. Aber eben die Frage ist, wenn ich jetzt viele Möglichkeiten habe, Inferenzregeln anzuwenden, welche wende ich denn zuerst an? Und das ist die Strategie, die Reihenfolge, in der wir Inferenzregeln anwenden. Und diese Beweisstrategie, die ist durchaus kritisch. Weil wenn ich es richtig mache, dann habe ich vielleicht meine Behauptung schnell bewiesen. Und wenn ich es falsch mache, dann probiere ich ewig rum und brauche halt viel mehr Rechenzeit. Okay, gut, ja. Ja, und jetzt schauen wir uns als nächstes an den sogenannten SLD-Resolutionskalkül. Das ist jetzt eine spezielle Variante von Resolution für Hornklauseln. Und zwar, also hier, das SLD ist die Abkürzung für Selection Rule Driven Linear Resolution for Definite Clauses. Also Definite Clauses, das wissen wir schon, was das ist. Das sind Hornklauseln. Ja? Also wir müssen Hornklauseln haben. Andernfalls lässt sich der Kalkül nicht anwenden. Dann haben wir Linear Resolution und außerdem Selection Rule Driven. So. Und schauen wir uns das gleich mal an diesem Beispiel an. Also erst einmal macht diese SLD-Resolution Backward Chaining. Ja? Und zwar, das war ja unsere Anfrage, Skifahren. Ja? Und wir schreiben dieses Skifahren gleich als Hornklausel hin. Nämlich Skifahren, Pfeil F. Also dieses F, das können wir da einfach ergänzen. So. Und jetzt gehen wir aber von dem Ziel aus, von diesem Ziel Skifahren und machen einen Resolutionsschritt mit dieser Klausel. Schauen Sie, das Skifahren hier, das ist ein negatives Literal, weil es links vom Pfeil steht. Da ist es ein positives. Zwei komplementäre Literale, da machen wir einfach einen Resolutionsschritt. Und dann kriegen wir als Ergebnis die beiden Literale zusammen mit dem F. Das heißt, wir kriegen diese neue Klausel. Ja? So. Und jetzt schauen wir auf dieser neuen abgeleiteten Klausel, was wir denn da noch an Resolutionsschritten machen können. Und zwar, und das ist jetzt Selection Rule Driven. Wir probieren immer die Klauseln in der Reihenfolge durch, wie sie in der Input-Datei stehen. Also von oben nach unten. Also wir schauen jetzt die Klausel an und gucken, können wir Resolution machen zwischen der Klausel und der ersten. Und ja, wir können es, weil hier steht Wetter schön positiv, da negativ. Also können wir das rausresolvieren hier und wir kriegen Schneepfeil F als neue Klausel. So. Jetzt gehen wir her und schauen die Klausel an und machen wieder das Gleiche. Probieren, geht es mit der ersten? Nein, geht nicht. Geht es mit der zweiten? Geht auch nicht. Geht es mit der dritten? Jawohl, das geht. Weil hier Schnee positiv, da negativ, können wir wegreservieren, dann kriegen wir Schneefall Pfeil F. So. Und jetzt sind wir fertig. Fast fertig. Weil jetzt gehen wir her und schauen mit der Klausel hier, können wir Resolution mit der ersten machen? Nein. Aber mit der zweiten? Positiv, negativ, geht raus, bleibt übrig die leere Klausel.
fertig sind wir. Ja. So, das ist die SLD-Resolution. Und die hat einen großen Vorteil gegenüber der normalen Resolution. Und der Vorteil ist bedingt erstens durch die Hornklauseln und zweitens durch dieses Selection Rule Driven. Durch die Hornklauseln kriegen wir lineare Resolution, weil wir, schauen Sie, die Hornklauseln haben den Vorteil, dass hier in jeder Klausel kann nur ein positives Literal drinstehen. Das heißt, ich habe eigentlich nur einen Punkt, an dem ich Resolutionsschritte mit negativen Klauseln machen kann. Ja? Dadurch wird der Suchraum gewaltig eingeschränkt. Das ist der große Vorteil von der SLD-Resolution. Und das nächste ist noch, die gibt außerdem vor, alle Klauseln immer der Reihe nach durchgehen. Das muss man nicht machen, man kann das auch anders machen, aber damit ist quasi ein Algorithmus vordefiniert. Ja? Sprich, das können Sie jetzt implementieren als Programm. Das ist eine deterministische Vorschrift, wie der Kalkül vorzugehen hat. Und tatsächlich ist die SLD-Resolution der Kalkül, der in der Logikprogrammiersprache Prolog implementiert ist. Prolog arbeitet genau so. Ja? Und eigentlich könnte man jetzt gleich mit Prolog anfangen, aber Prolog ist noch ein bisschen mächtiger. Das ist jetzt die aussagenlogische Variante von Prolog. Wir brauchen erst noch die Prädikatenlogik und dann werden wir auf der Prädikatenlogik mit diesem Kalkül vorgehen. Aber das schon mal einfach als Ausblick, wenn wir dann in der Prädikatenlogik sind und mit Hornklauseln arbeiten, werden wir später die SLD-Resolution benutzen. Okay, und dann machen wir aber jetzt Schluss.